Moin Moin, hier ist Dave. Und Katharina. Es ist der 18.06.2022, 5 Uhr früh. Noch sitzen wir im Auto, wie ihr sehen könnt. Und gleich geht's los auf Bergtour. Wo geht's denn eigentlich heute hin? Heute geht's auf den Hochwannig mit 2493 Meter und der gehört zur Mieminger Kette. Und anschließend gibt's noch einen Besuch der Handschuhspitzen. Lasst euch überraschen, was das wieder ist. Insgesamt gibt es eine schöne Rundtour, eine Überschreitung vom Hochwannig. Und wir machen natürlich nicht die normale Überschreitung, sondern wir haben natürlich wieder ein bisschen was eingebaut. Eine Tour ohne DF-Bonus geht nicht, das wisst ihr. Und deswegen geht es für uns weglos über den Nordgrat nach oben. Kletterei im ersten bis zweiten Schwierigkeitsgrad. Genau. Und wenn wir Glück haben, gibt es vielleicht sogar ein Gipfeltreffen. Mehr verraten wir an dieser Stelle allerdings noch nicht. Soll ein bisschen Spannung erhalten bleiben. Also, los geht's. Fängt ja gleich abenteuerlich an hier. Uns erwarten jetzt 14,5 Kilometer, 1450 Höhenmeter nach oben und natürlich auch wieder nach unten. Am Anfang ist es noch recht unspektakulär und deswegen blende ich euch erstmal die Karte ein. Welch leckere Pausenstelle. Wir halten uns zunächst Richtung Sunnalm über Alpgrat und Jägersteig. Direkt vor uns liegt übrigens der Wampeter Schrofen. Dem statten wir vielleicht auch mal irgendwann einen Besuch ab, diesen Bröselkandidaten. Wir folgen es eine ganze Weile dem Alpsteig. Unerwartete Hindernisse. Und damit ihr seht, wo er nicht vorbei konnte. Also ich finde, du hättest da drüber krabbeln können. Alpgrat, ja, geradeaus. Wir haben mittlerweile auch eine Vermutung, warum das hier Alpgrat heißt. Denn zur linken wie auch zur rechten, da geht es ganz schön runter. Wir sind jetzt etwa auf 1450 Meter. Hier teilt sich der Weg. Jägersteig links und Alpgrat rechts. Dem folgen wir weiter. Wir sind jetzt auf etwa 1600 Meter Höhe. Hier ändert sich das Terrain jetzt ein bisschen. Wir haben diesen Bergrücken verlassen. Und demnächst müssen wir auch abzweigen. Da sind wir auch schon. Für uns geht es jetzt rechts weiter. Was steht angeschrieben? Nassereiteralm. Unser nächstes Etappenziel ist der sogenannte Bergelesboden. Er ist auf 1800 Meter, haben wir noch etwa 200 Höhenmeter vor uns. Und da wird es dann spannend. Da zweigt es nämlich dann ab auf den Nordgrat. Auf das weglose Stück. Hier sieht man jetzt unser heutiges Tagesziel ganz gut. Ganz rechts ist der Hochwannig, der ist jetzt leider hinter einem Baum. Und links davon
sind die Handschuhspitzen. Und da werden wir rüberlaufen und kommen dann wieder auf den Weg, den wir aufgestiegen sind. Uhr. Wir sind auf 1670 Meter Höhe und jetzt ist es soweit, die Sonne kommt raus. Und da heute ein sehr heißer Tag werden soll, im Tal sind über 30 Grad gemeldet, machen wir jetzt erstmal Pause, werden uns ordentlich mit Sonnencreme einschmieren, werden uns noch ein bisschen stärken und dann geht es weiter zur nächsten Etappe zum Bergelesboden. So, Pause beendet. Coolness-Faktor erhöht. Und jetzt geht's los. Auch wenn der Weg hier so unscheinbar aussieht, er ist immer gut markiert. Wir sind jetzt schon auf über 1800 Meter, ist gar nicht mehr weit bis zum Bergelesboden. Das ist schon da hinten und da wird es für uns spannend. Da geht es nämlich dann runter vom Weg. Ein Blick zurück. Von da unten kommen wir. Wir sind jetzt auf 1850 Meter und da oben sehen wir auch schon den nächsten Wegweiser. So weit gehen wir aber gar nicht, sondern wir gehen weiter berghoch und von da aus halten wir uns dann nach links am Latschengürtel entlang und nach oben auf diesen Grasrücken. Glücklicherweise ist es überhaupt nicht steil und auch überhaupt nicht warm oder so. Ist richtig erfrischend hier. Legst du mich? Ja, wir wollten ja unbedingt diesen kleinen Bonus einbauen. Musste ja wieder sein. Ohne den Bonus wäre es aber 5 Kilometer länger geworden. Okay, Argument. Die Wegfindung ist übrigens ganz einfach. Immer darauf, wo es am steilsten ist. Und ein Blick zurück. Der ist ja nämlich gerade richtig toll. Dieser kleine Hügel da, das ist der Bergelesboden. Ein bisschen weiter rechts. Ja, da hinten haben wir die Zugspitze. Oh, diese Pyramide ist die Sonnenspitze. Und rechts daneben, das war der besagte Wamperter Schrofen. Und da weiter, das sind die Marienspitzen. Uhr, wir sind jetzt genau auf 2000 Meter. Vor uns kommt jetzt ein Felsen und da müssen wir höllisch aufpassen. Da waren nämlich gerade ein paar Gämsen, die ordentlich Steine runtergeworfen haben. Und damit ihr mal seht, wie steil das ist, also auf allen Vieren, ist es etwas einfacher. Zum Glück überhaupt nicht steil. Aber wir sind ja Steilgras erprobt vom Frieder letzte Woche. Das sieht dann etwa so aus. Puh, scheiße anstrengend. Aber wir haben es gleich. Ich bin gerade am Felsen direkt hoch, hier. Das war allerdings keine besonders gute Idee. Es wird sehr erdig, sehr steil, sehr viel Gebrösel. Und der Fels, der ist auch brüchig, da kann man sich nicht gut festhalten. Katharina ist auf der anderen Seite hoch, eher so an den Latschen. Und das war erheblich besser. Und jetzt geht's hier oben raus.
Jo! ...2040 Meter. Und wir sind auf dem Grasrücken. Ja, und was man da vor uns sieht, das ist der Nordgrat. Und zuerst haben wir ein bisschen einfachen Grasrücken. Ist auch gut, da können wir uns ein bisschen ausruhen. Zur Abwechslung mal ein einfacher Weg. Nachdem wir jetzt 200 Höhenmeter im Steilgras zurückgelegt haben, nach dem Bergelesboden. Ja, soweit es grün ist, ist es noch einfach. Oh, ist fantastisch. Ich gehe jetzt mal darüber wegen der Aussicht. Dranbleiben. Das sind die Handschuhspitzen. Und der ganz rechts, unser Ziel. Es ist 9.42 Uhr, wir haben noch mal ein bisschen Pause gemacht. Und weil es jetzt gleich felsig wird, auch gleich einen Deckel angezogen. Ja, na dann. Keine 400 Höhenmeter mehr. Yes! Richtig. Wir bleiben jetzt immer auf dem Grat. Nebendran wäre auch nicht so günstig, wie man hier sieht. Und auch wenn das da vorne nicht gerade schön ausschaut, soll es doch nie schwerer wie eins oder zwei werden. Man kann sogar nebeneinander laufen. Noch. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende des Grasrückens. Ab hier wird es jetzt felsig und auch ziemlich schmal. Also im Vergleich zum Frieda ist das Gelände immer noch gutmütig. Aber man muss manchmal einfach schon gucken, wo der beste Weg so lang führt. Ein Rückblick. Von hier kommen wir. Und jetzt sieht die Sache ein bisschen kniffliger aus. Und deswegen, wenn wir diese Türme auch umgehen, hier kann man nämlich nach unten, dann unterhalb davon queren und wieder auf den Grasrücken zurück. Was man von hier auch schon sehen kann, ist eine Markierungsstange genau in der Bildmitte. Und die markiert den Ausstieg aus der letzten Rinne, bevor es dann zum Gipfel geht. Und wir queren jetzt hier, ja, das ist ein schwach ausgeprägtes Band, das sollte leichter sein als über die Türme. Ja, den ersten haben wir schon. Ja, sieht ganz gut aus. So. Und Nummer zwei haben wir auch. Und jetzt geht's zurück auf den Grasrücken. Ja, das war jetzt relativ leicht. Wir haben sogar Markierungen entdeckt. Beispielsweise hier vorne. Ich versuche mal hinzuzoomen. Hier auf diesem großen Felsen. Da ist eine rote Markierung drauf. Den folgen wir jetzt einfach. Okay.
Wir sind jetzt an der Markierung angekommen und da sehen wir auch gleich die nächste links davon. Hier an diesem Ausstieg. Das war die erste Markierung. Da queren wir jetzt. Hier sind sogar Fahrtspuren. Ja, runterrutschen ist nicht so dolle. Und hier ist die nächste Markierung. Dann gehen wir einfach mal weiter. Da ist ja die Markierung. Hier nebst Steinmann. Also hier lang geht's. Also man hat hier oben sogar Griffe, falls man dem Boden nicht so ganz traut. Ausschau halten. Im Moment sehe ich noch nichts. Doch, einen Moment, vielleicht seht ihr es auch. Da oben ist ein roter Punkt. Um den zu erreichen, muss ich erstmal ein Stückchen wieder absteigen. Bin zu weit gegangen. Ja. So, direkt vor mir ist der rote Punkt und der nächste ist auch schon direkt gerade weiter. Damit haben wir gar nicht gerechnet, dass das hier markiert ist. Ja, und damit bin ich jetzt auch wieder auf dem Grat. Ja, und da geht es auch eindeutig weiter. Definitiv was für Bröselfreaks hier. Roter Punkt direkt voraus. Stimmt. Da ist einer. Eher links halten. Ja.
Jo, da vorne ist der nächste. Alles klar. Oh, das sieht ja auch cool aus. Ich kletter mal da hoch. Ah, schaut gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich hier nur irgendwie queren. Das ist jetzt nicht so schön, weil ich da nichts für die Hände habe. Oder nicht viel jedenfalls. So. Ja, also man kann unten queren und hier hoch. Man kann auch da hoch. Auf jeden Fall ist da ein Steinmann. Wir sind richtig. Ah, jetzt hast du es. Oh, wieder ein Steinmann und eine ganz blasse Markierung. Hier geht es ein Stückchen runter, was in diesem Gelände nicht so ganz einfach ist. Wie man bei Katharina vorhin gesehen hat. Ich muss wohl hier lang, aber ist das unschön über den ganzen Schutt hier. Ich versuche mal, ob ich drüber steigen kann. Ja. Ja, etwas besser. Aber nicht viel. Das ist ein Eiertanz. Jo.
Jetzt wäre es schön, wenn man die nächste Markierung sehen würde. Da sieht es so ein bisschen nach Fahrtspuren aus. Da drüben? Wo? Noch weiter rüber. Noch weiter rüber. Katharina dirigiert mich gerade von hinten. Ah, direkt unter mir. Okay. Schwierig jetzt. Hab die Markierung doch noch gefunden. Die ist direkt vor mir. Da gehe ich jetzt auf jeden Fall noch hin. 1A Terrain. So, hier ist er. Und jetzt heißt es, die nächste finden. Ja, hab sie. Das geht in der Rinne hoch. Ja, da geht es jetzt nach oben. Kurzer Blick zurück, soweit es geht. Ist ja nicht gut zum Stehen, ich mache gleich weiter. Die Felswand ist jetzt arschglatt hier. Jetzt nicht viel zum Festhalten. Das war die Markierung, die ich gesehen habe, direkt vor mir. So, jetzt habe ich jetzt mal wieder einen halbwegs guten Stand. Steinmann, passt. Also die Kletterei ist eigentlich nicht schwierig. Man muss nur ganz genau aufpassen, welche Griffe und Tritte man belastet, weil hier alles wackeln und wegrutschen kann oder abbrechen. So sieht es jetzt vor uns aus und die Markierungsstange, die wir vorhin gesehen haben, die kommt immer näher. Jetzt sieht man sie schon ganz deutlich. Dann folgen wir mal den Steinmännern. Ich denke, wir gehen mal auf den Grat zurück. Ja, das sieht jetzt unschwierig aus. Gehen wir da einfach weiter. Mittendurch. Steinmann. Oh ja, jetzt sieht man die Markierung. Die Markierungsstange ist jetzt schon zum Greifen nahe. Direkt hoch können wir da allerdings nicht. Wir versuchen es jetzt mal hier erstmal auf der linken Seite und dann rechts rüber und irgendwo dann über die Felsen drüber.
Da drüber Steinmann. Also unsere Idee war richtig, uns eher links zu halten. Ah, da ist der besagte Steinmann. Da ist noch einer. So, den nächsten Steinmann habe ich schon entdeckt. Der ist da rechts von uns. Geradeaus sieht es auch nicht so freundlich aus. Okay. Also jetzt hier rüber traversieren. Weitere Suche. Da ist einer. Also ich stehe da oben noch mal ein. Dann gehen wir hier mal hoch. Steinmann, passt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo es weitergeht. Oh, da sehe ich Steinmann da oben. Erstmal verschnaufen. Genau. Auf alle Viere habe ich auch gemacht. Und der nächste Steinmann ist da oben drauf. Katharina ist schon eingestiegen. Steinmann, den man von unten gesehen hat. Okay. Ich bin zu hoch. Geh nicht so hoch wie ich. Okay. Ich bin ein Stück runter. Ich muss ja sowieso erstmal hochkommen. Das sieht hier nicht so leicht aus. Ja, aber traversieren kann ich hier auch nicht. Das sieht scheiße aus. Eins muss ich noch hoch. Eins musst du hoch und dann geht's hier. Okay. Also, die haben von einem alten Drahtseil geschrieben, da habe ich nie gehört.
Es ist zwar nicht so wahnsinnig hoch, aber bei dem Gebrockel hier, also dem Seil vertraue ich definitiv nicht. Das haben sie auch gesagt, den soll man. Ja. Das sieht alles nicht so vertrauenserweckend hier aus. Oben. Jo. Und da ist die Markierungsstange direkt vor mir. Das war's. Passt. Fühlt sich einfach nicht so vertrauenserweckend an. Ich fühle einfach nur rutsch. Genau, das meine ich. Hallo. Es ist 11.15 Uhr, wir sind auf 2465 Meter und wir sehen hier leichte Pfadspuren und den folgen wir einfach nach oben. Das sieht leichter aus als gerade hoch. Oh, traumhaft. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und das sind die Handschuhspitzen. Wo diese Abbrüche da sind, diese Stufen. Wir müssen jetzt erstmal hier weiter, damit wir auf den Gipfel vom Hochwannig oder auch Wannig genannt kommen. Hey, Gipfelkreuz! Schneereste gibt es hier auch noch. Es ist 11.25 Uhr, wir sind auf 2493 Meter auf dem Gipfel vom Wannig. Also von hier oben hat man wirklich eine grandiose Aussicht. Heute ist es leider nicht ganz so gut mit der Fernsicht, ist sehr diesig. Aber man kann sich es, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es ist 12 Uhr, wir haben ein bisschen Pause gemacht und jetzt machen wir wieder weiter. Und wie schon gesagt, jetzt geht es über die sogenannten Handschuhspitzen, die man gerade sieht. Das sind diese bizarren Felsformen und davon gibt es drei Stück und auf einen davon haben wir auch ein Gipfelkreuz gesehen.
Oh, ist ja bewaffnet. Ich hab das schon gesehen. Dass wir beide nicht zielen können. Ich hatte schon gesehen, was du tust. Eine willkommene Abkühlung. Also diesen Weg müsst ihr nicht gehen. Ich war jetzt nur neugierig, wollte mal auf so einen Zacken draufsteigen. Das sind schon ganz schöne Abbrüche. Also der richtige Weg ist da, wo Katharina ist. Ich guck mal wieder nach oben. Und jetzt seht ihr auch, warum der Weg unten bei Katharina verläuft. Ist ein bisschen steil, aber ich wollte unbedingt zu diesem Steinmann hier oben. Okay. Ja, jetzt gehe ich hier direkt runter. Wir sind jetzt in dem Bogen. Es geht wirklich ein gutes Stück außen rum. Noch weiter außen rum. Ja, noch weiter außen rum. Okay. Das ist wirklich ein Matschstück. Jetzt sind wir unten. Jetzt macht es endlich eine Kurve. Ja, und das, was man da voraussieht, das ist die erste Handschuhspitze mit 2397 Meter. Über die steigen wir aber nicht drüber, sondern wir bleiben auf dem Weg. Jetzt haben wir sie erreicht, die erste Handschuhspitze. Und das ist ein ziemliches Gebrösel. Davon haben wir heute schon genug. Wie weit ist denn die nächste Handschuhspitze weg? Knapp 500 Meter, aber die unterwandern wir auch. Aber auf die letzte gehen wir. Da führt der Weg direkt vorbei. Die ist noch einen knappen Kilometer weg. Okay. Wir haben jetzt die erste Handschuhspitze gequert. Können ein bisschen weiter sehen. Das hier sollte die zweite sein und ganz am Ende die letzte, wo auch das Gipfelkreuz steht. Und bis dahin heißt es weiter queren. Wir sind jetzt kurz vor der zweiten Handschuhspitze. Und die hat 2349 Meter. Und jetzt schaut euch mal an, wie das hier nach unten geht. Das ist echt krass. Hier am Rand entlang gehen ist definitiv keine gute Idee. Hier haben sich schon Risse und Spalten gebildet. Ich meine, rauscht das überhängende Geraffel mal runter. Und seht ihr schon? Jawohl, die nächste Handschuhspitze mit Gipfelkreuz. Ja, und vielleicht haben wir ja Glück und genau da gibt es dann das besagte Gipfeltreffen. Ich weiß von nichts. Ich auch nicht. Die letzte Handschuhspitze, 2319 Meter.
Check. Yes. Eigentlich dachten wir, es gäbe jetzt hier ein Gipfeltreffen. Kommt noch, keine Sorge. So, und jetzt geht's nochmal Panorama für euch. So, erstmal Pause. Tja, aus dem Gipfeltreffen ist leider nichts gewonnen. Komisch. Vielleicht gibt es ja ein Taltreffen. Wir sind mal guter Hoffnung. Katharina trägt uns jetzt noch ins Gipfelbuch ein und dann heißt's Abstieg. 1200 Meter heißt es jetzt absteigen. Und da sieht man schon, wie der Pfad sich jetzt hier nach unten windet. Es geht da unten an den Schafen vorbei. Moment mal, da ist ja was. Da kommt unser Gipfeltreffen. Moin. Ja, dran. Und eigentlich haben wir mit euch eher gerechnet. Servus. Wann seid ihr gestartet? 5:25. Echt? Ja. Dann seid ihr jetzt schon 4 Stunden länger unterwegs wie wir. Also dann. Macht's gut. Macht's gut. War schön euch zu sehen. So zufällig. Bis zum nächsten Mal wieder. So ganz zufällig. Da konnte man null mitrechnen. Total zufällig. Die Idee ist wirklich erst gekommen, als er meinte, er will auf dem Wannig. So spontan ging das alles. Ja. Ja. Das war jetzt das Gipfeltreffen. Bisschen verspätet. Ja. Auf 2180 Meter. Am Frieda waren es großzügige Latschengassen, hier sind es großzügige Schottergassen, von denen ich jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel sehe. Es ist 15.15 Uhr, wir sind schon wieder unter 1800 Meter und hier diese Wiese, die sieht so einladend aus. Am liebsten würden wir uns jetzt da reinschmeißen und einfach faulenzen. Ja, geht aber nicht, wir wollen heute noch heimfahren und da wird es ein bisschen knapp. Und was man da unten sieht, ist eine Skipiste, im Winter natürlich, und die Sunnalm. Wir kommen jetzt an den Jochlift. Es geht jetzt direkt hier runter am Lift entlang. Wir sind jetzt die ganze Zeit am Lift entlang nach unten gegangen. Hier hat man auch noch mal einen Blick auf den Nordgrat, da wo wir aufgestiegen sind. Moment, ich gehe noch mal ein Stück zur Seite. Da sieht man nämlich auch, wo wir hochgekommen sind. So, ich mache mal ein Foto davon. Wir sind jetzt wieder auf 1600 Meter. Hier haben wir ein paar Wegweiser. Ah, ein alter Bekannter. Alpgrat. Und genau dahin müssen wir.
denn das war nicht nur unser Aufstieg, sondern auch der letzte Teil unseres Abstiegs. Den kennen wir doch. Yes. Nasse Reiteralm. Da waren wir heute früh schon. Genau. Und wir sind vom Alpgrat gekommen, also von hier. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg von heute früh. Wie schon gesagt, ab jetzt ist der Weg der gleiche wie heute früh. Das heißt, es wird mal wieder Zeit für unser Resümee. Diesmal bist du dran. Danke, denke ich. Ja, war eine super spannende, super schöne Tour mit einem schönen wegfreien Stück, mit ein bisschen Kraxelei. Kein Latschenkampf, großes Plus. Dafür aber mindestens so viel Brösel wie letzte Woche. Wunderschöne Aussichten rundherum, also wirklich lohnend und super einsam. Zum Nordgrat möchte ich noch was dazu sagen. Der ist zwar von den Kletterstellen gar nicht so schwer, er ist aber teilweise verflucht steil und daher richtig, richtig anstrengend. Und wenn da nicht ab und zu ein paar blasse rote Punkte wären, die Orientierung wäre da gar nicht so leicht. Aber glücklicherweise gibt es Markierungen, es gibt auch Steinmänner und das hilft doch enorm. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.